Hallo meine Lieben. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, wie soll ich denn das sagen? Ich mache quasi heute einen Videomarathon und lade die alle schon mal hoch. Stell die aber auf privat. Weil ich bin heute richtig im Flow. Heute geht es richtig zack, zack, zack bei mir. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, machst du quasi einen Videomarathon, lädst sie alle hoch, stellst sie auf privat. Und stellt es dann jeden Tag ein Video frei. Ja, weil heute geht es echt zack, zack, zack. Und dann kann ich auch meine größeren Projekte mich ein bisschen mehr widmen, weil ich ja dann keine Videos mache. In dem Sinne, ne? Ja. Wir basteln einen Mini-Milchkarton. Ich hatte ja vor einiger Zeit, ist ja noch gar nicht so lang her, einen großen Milchkarton gebastelt, den verlinke ich euch oben im i. Und ja, es ist einmal gefragt worden, ob es eine kleinere Version quasi davon gibt. Und dann habe ich gesagt gehabt, ja, habe ich mich halt hingesetzt und gemessen. Habe es an einem Stück Papier quasi, wirklich nur so ein Papierblock, ne, so ein ja, College-Block getestet und getüftelt und dann habe ich die Maße hier durchgegeben und dann habe ich mir gedacht, ach komm, wäre auch eine Videoidee für einen Mini-Milchkarton. Ja, es passt trotzdem ein bisschen hinein. Was habe ich denn, was da vielleicht hineinpassen könnte? Gerade gar nichts. Aber ich denke mal so ein paar Bonbons passen auf jeden Fall rein und ja, auf jeden Fall eine süße kleine Geschenkidee, vielleicht auch ein schönes Tischgoodie, wenn man da jetzt irgendwo ist und man macht den Namen dann vielleicht noch mit drauf und ja. Der eine oder andere erkennt, ja, das Designpapier und die, ja, die Klammer. Passend, perfekt kombiniert, ne? Und rosa und naja, auf jeden Fall Einhorn, leider habe ich kein Regenbogenpapier. Dann wäre es noch besser gewesen, vielleicht. Obwohl wäre das dann zu viel gewesen. Egal. Ich will das mit euch machen. Ihr braucht ein Stück Kartstock. Das hat die Maße 21 mal 14. Ja. Und das müssen wir jetzt auf der langen Seite, also bei den 21 cm, falzen. Und zwar jeweils bei 5. Also einmal bei 5, dann bei 10, dann bei 15. Und dann bei 20 und auf der kurzen Seite bei 4, bei 9 und bei 13. 13? 13, stimmt. Mal schon. Ja, dann hätten wir das. Dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen schneiden. Und zwar haben wir hier oben hier die kleine Lasche. Das ist ja unser Oberteil hier. Und da unten ist der Boden. Und hier haben wir ja eine Klebelasche. Und da schneide ich mir jetzt halt die Linien ein bis zur Falzlinie, man kann es erkennen, ja, und mache hier einen schrägen Schnitt, weil das ist unsere Klebelasche. Und hier schneide ich mir die ganzen Falzlinien ein bis zur ersten Linie. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler ein Produktfehler. Seht ihr das? Das ganze Papier ist hier so leinenmäßig gemacht und hier fehlt ein Stück. Fühlt sich komisch an. Egal. Ja, dann kleben wir gleich unser Designerpapier auf. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Und zwar hat es die Maße 4,5 mal 4,5 cm. Und das wird aufgeklebt. Ne, hier oben haben wir ja unsere, ja, Lasche. Dann haben wir hier das Feld frei. Und dann hier in dem, ja, mittlersten Feld, kann ich eigentlich fast sagen, klebe ich mein Designerpapier auf. Schau, dass ich in der richtigen Richtung bin. Ja, ich habe ja das Papier hier mit Einhörnern.
Also wundert euch nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man privates Video hochlädt, welches Datum. Ich denke, da ist das Datum dann das heutige. Aber wenn ich es dann öffentlich stelle, ist das immer noch das heutige Datum. Also nicht wundern. Ich mache einen Videomarathon quasi. So. Sehr schön. Und dann falze ich mir einmal alles nach. Das hier, der oberste, wird nach innen gefalzt, also so in die Richtung gefalzt. Und die anderen werden nach innen gefalzt. Sowas kann man auch eventuell in der Massenproduktion machen, weil es geht ja doch relativ schnell. Und so einen kleinen Milchkarton, da kriegt man aus einem DIN A4 Papier kriegt man zwei Mini-Milchkartons. Genau. So. Dann mache ich mir hier auf diese Klebelasche, die knicke ich mir jetzt so einmal um und mache mir hier Kleber drauf. Und dann kann ich meinen Milchkarton schon so zuklappen. So. Dann kann ich mir das aufklappen, dann wird es schon langsam. Und ja, hier habe ich ja meine Klebelasche, die lege ich so nach hinten quasi, dass man das, wenn ich, das schaut einfach blöd aus, wenn da das vorne ist. Meistens achte ich drauf, manchmal vergesse ich das auch aber. Und dann, na, also meine Klebelasche nach hinten, dann drehe ich mir das Ganze so auf den Kopf und dann kann ich diesen unteren Teil nach innen legen. Mach mir Kleber drauf. Dann lege ich mir die rechte Seite ein. Dann die linke Seite. Dann mache ich hier oben Kleber drauf. Und dann habe ich den oberen Teil umgeknickt und dann gehe ich mit dem Falzbein ein bisschen rein. Wegen dagegen drücken. Jetzt habe ich hier aber gerade keine Klammer mehr da. Egal, dann nehme ich die. Und ja, dann ist das jetzt eigentlich ganz simpel. Oh, ich sehe gerade, da bin ich verrutscht. Das ist schön am Flüssigkleber. Man kann noch mal wegen zuddeln und ziehen. So, gut. Und dann, hier ist meine Klebe. Das ist ganz einfach. Ich nehme meine zwei Finger und drückt den einmal rechts und einmal links hier rein und dann knicke ich mir das so um und falze mir das so, ja, so nach innen und schon habe ich, oh, da ist nicht ganz durchgefalzt, so. Und schon habe ich meinen Mini-Milchkarton fast fertig. Jetzt funktioniert wieder gar nichts mehr, ne? Der Prototyp ist immer so einfach und funktioniert und aber jetzt, perfekt. Und dann ja, falze ich mir das zusammen und dann mache ich mir meine Klammer oben drauf. Und fertig, ja, ist unser Mini-Milchkarton. Süß, ne? Puh. Dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, die andere Variation, sage ich mal, hat euch auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Ich mache jetzt weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.